Ja, die Enten taugt schon ganz gut im Wasser, bis aber die Temperaturen so weit sind, dass es auch für uns Menschen angenehm wird in die Seen in unserer Region. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber zumindest die Sonne scheint jetzt schon, nachdem es am Anfang von der Woche ja so regnerisch war. Beste Voraussetzungen also fürs kommende Wochenende und die ganzen Veranstaltungen, die bei uns in der Region so los sind. Der eiserne Vorhang ist heuer vor genau 30 Jahren gefallen. Und deswegen feiern die Feldacher ein bayerisch-böhmisches Freundschaftsfest. Es wird tanzt, gegessen und einfach gefeiert. Weil sich Felder mittlerweile mit der Kleinstadt Tachow in der Nähe von Pilsen recht angefreundet hat, kommen zu dem Anlass ein Haufen Tanz- und Musikgruppen aus dem Böhm in Bayerwaldstadt. Passend zum Freundschaftsfest zwischen Bayern und Böhmen hat sich Fichtach was Besonderes einfallen lassen. Die Ausstellung Setkani, was auf Deutsch Begegnungen heißt, wird eröffnet. Das ist aber keine gewöhnliche Ausstellung. In einer Galerie oder in einer Ausstellungshalle braucht man dafür nämlich nicht Geld. Von dort über die ganze Stadt sind nämlich ungefähr 30 Banner angebracht worden. So kann man da ganz normal im Alltag, also beim Einkaufen, Kaffee trinken oder beim Eisessen in der Innenstadt an die Fassaden von den Häusern das Thema Begegnungen erleben. Nach dem Motto Rathaus in Bewegung lohnt der Oberbürgermeister am Samstag zum Gartenfest ins neue Rathaus ein. Da ist für groß und klein so einiges geboten. Angefangen von Airtrack für die sportlichen Kids, über einen Barfußpfad bis hin zur Ausstellung für die Feuerwehrfahrzeuge. Für die musikalische Umrahmung sorgen verschiedene Musikgruppen. Seit genau 10 Jahren hat das Polizeipräsidium Niederbayern jetzt schon Ehrensitz in Straubing. Und das wird gefeiert. Mit dem Tag der Polizei sind alle Leute eingeladen, sich einmal einen genauen Einblick in die Arbeit von der niederbayerischen Polizei zu machen. Den ganzen Tag über sind da nicht schon Vorträge zu Themen wie Cybermobbing, auch das SEK zeigt, weil sie im Ernstfall arbeiten und die Diensthunde stellen sie vor. Außerdem gibt es Foodtrucks, einen Hubschrauber-Simulator und ganz viele andere Attraktionen für groß und klein. Nicht schon das Polizeipräsidium feiert an dem Wochenende 10. Geburtstag. Auch die koordinierende Kinderschutzstelle, kurz KOKI, in Straubing feiert einen Runden. Mit dem zweiten inklusiven Familienfest wollen die Verantwortlichen aus dem ganzen Landkreis Straubing-Bogen zeigen, weil viel Gutes die sozialen Dienste in der Region wirklich leisten. Dabei geht es aber nicht um Informationen. Mit Hüpfburg, Gaudiwurm, Bastelangeboten, am Rauschbrillenparcours oder Dorwindschüssen. Groß und klein, mit und ohne Handicap und egal von welcher Herkunft, auch jeder ist am Sonntag im Oberalteier Kulturforum ein gern gesehener Gast. Was auch immer Sie in den kommenden Tagen machen, haben Sie eine gute Zeit. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, Servus, Havidering und ein schönes Wochenende.